Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Erkundung. Das ist nämlich schon jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel Folge der Welt. Müsst ihr gucken. Ja, vielleicht sind wir schon bei Folge 8 oder so. Und ich weiß es nicht. Ich gucke nicht immer so auf meine Videos, die Minuten. Wie viele Minuten? Oh. Leute, ich bin wirklich im Stress wieder. Ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und. Ja, in der letzten Folge konnte ich am Ende nicht so zum Dorf gehen, weil ich ja unterbrochen wurde. Ja. Und darum geht's heute. Es war gerade Nacht. Ich muss mal hier leise machen. Dass ich ein bisschen schnell bin wieder. So. Was wir heute machen, ist natürlich der Grund, wir müssen nach Hause, also zurück zum Dorf, weil wir in der letzten Folge haben wir so eine kleine Insel-Tour gemacht. Insel-Tour. Ihr wisst alle, was ich meinte, ja. Da könnt ihr gerne mal letzte Folge mal auschecken, also angucken und so weiter. Ich bin gerade nicht mehr gut gehypt. Oh, jetzt ist ja noch ein Berg. Warte mal, das ist doch Pulverschnee. Ja, das ist Pulverschnee und ich hau gleich ab. Ich bin mit. Ja! Schnell hier weg, Alter. Saugefährlich. Ja, wir brauchen unbedingt eine Rüstung. Egal welche. Ob Leder oder Eisen. Wir brauchen eine Rüstung, die uns ein bisschen geschützt, also uns schützt vor Monstern und Gefahren. Sagte ich gerade nicht Eisen? Jetzt irgendwie komisch. Ihr wisst ja alle, dass Minecraft-Erkunde jetzt jeden Samstag um 16 Uhr rauskommt, nur eine Folge. Also nur eine Folge pro Woche. Das ist ja nur wie es. Also Minecraft-Erkundung, so wie Minecraft überleben, werden mein langes Projekt sein. Und ja, und Quarkfang 4 werde ich eben irgendwann nochmal abbrechen. Es könnte sein, dass es nächsten Monat nicht mehr rauskommt. Dann erst wieder in voraussichtlich Februar oder März. Und dann kommen nach und nach meine Projekte raus. Der Nachfolger von Minecraft, Minecraft Dorf wird Minecraft Stadt sein. Das habe ich euch schon in einem Video gesagt. Das kann ich euch ja schon sagen. Ja. Und bin ja schon gespannt. Ah ja. Ich freue mich schon auf das Projekt und kann es immer noch nicht erwarten, dass es schon bald. Also wir haben jetzt schon Dezember und Januar, ich werde kein Silvester-Special machen. Keins. Erstmal bin ich kein Silvester-Freund. Zweitens, warum? Es geht um die Umwelt. Erstmal, Leute, ich finde es einfach nur Quatsch, dass man sowas macht an einem Tag, der eh nur bescheuert ist. Ja. Und ich finde es nicht cool, wenn das so ist, dass die einfach sagen, ja, nimm mal Feier, wir feiern jetzt. Nee, Leute. Ich kann das nicht leiden. Silvester. Okay, man freut sich auf das neue Jahr. Wird aber selber beschissen, weil wir dieses Jahr hatten wir auch beschissene Monate. Ist doch so. Es gab auch gute Monate. Zum Beispiel meinen Kanal habe ich ja veröffentlicht. Ja, am 16.04.2023. Gute fast. Es wären ja fast 8 Monate her. Ja? Leute. Und im Januar sind es 9 Monate. Da habe ich mir gleich für die Jahr angefangen, mein Projekt, mein
meine ganzen Projekte einzumachen. Ich war noch ein kleiner YouTuber, nur mal ein paar Abonnenten. So, guckt euch das jetzt an. Auf meinem ersten Kanal, momentan jetzt 52 Abos. Ich fühle es. Ja? Ich komme jedes Mal weiter. Und bald habe ich mein Ziel, 1000 Abonnenten zu schaffen. Ich möchte auf allen drei, beziehungsweise auf allen vier Kanälen über 1000 Abonnenten haben. Damit ich live sehen kann und dann so weiter. Das ist nur mein Ziel. Sonst weiter nichts. Und das wird sich eben ein paar Jahre erst finden. Wenn ich weitere Shorts, Videos und so weiter reinpacke und wirklich hochlade, habe ich immer die 1000 Abonnenten. Es gibt auch mal manche Tage, da habe ich einfach keine Zeit. Da sage ich euch, dass es heute keine Zeit gibt und keine Videos kommt. Ja? Aber andere sagen, ich bin gemein. Jetzt kommen wir zum anderen. Gerade in die Kommentare. Ja? Ja. Ich habe doch mal auf Laser Luga reagiert, hier, wegen diesen Flaggenratten, ob du sie in 0,001 Sekunden erraten kannst. Ja, der hat einfach geschrieben, 17 Mal. Ja? 17 Mal irgendwas. Ja, das habe ich hier noch. Warte mal. Das habe ich hier noch. Mein Handy hat's in sich. So, der hier, ja, der, das, ja, ihr könnt gerne mal gucken, ihr Zuschauer. Oder bitte, er soll nicht sowas machen. Ja? Ja, und er hat einfach 17 Mal extrem und dann noch Quinch geschrieben. Quinch heißt irgendwie so bekloppt oder so. Ja, das ist ja Jugendsprache, ist Englisch und so, bla bla bla. Und dann noch ein Klammern, jetzt kommt's. Ich soll das Video löschen. Und ich als YouTuber, als kleiner YouTuber, lass mir nicht sagen, was ich zu tun lassen habe. Es ist immer noch meine Entscheidung, was für Videos ich rausbringe. Und es ist meine Entscheidung, was ich lösche oder nicht. Und das kann ich an manchen Zuschauern einfach nicht verstehen, dass sie sowas schreiben. Oh, bitte löscht dieses Video, das mag ich nicht. Ja, dann schaut es doch nicht an. Dann schaut doch mal andere YouTuber an. Und dann seht ihr es. Es gibt Menschen, die haben einfach keinen Bock. Die sind nur so bei bekloppten YouTuber, die einfach gar nichts im Griff haben, die haben gar nichts im Gehirn. Ja? Ich möchte jetzt nicht auf andere YouTuber gehen, aber ich kenne ein paar, die sind sehr gut. Ja, die sind wirklich gut. Ja, und ein paar sind ja so bekloppt und sagen mal, ach, das ist alles weg, ist mir alles egal. Ja, ich bin ja nicht so egal, wenn ich ein paar Videos nicht hochladen kann, aufgrund wegen Stress und Schule und so weiter, kann ich das nicht immer sagen. Da werdet ihr, wenn jetzt ein Video rauskommt, zum Beispiel mein Verbunden, das morgen nicht rauskommt oder so, ich weiß ja von gestern auf, und das kommt nicht. Und dann denkt ihr alle, oh, wo bleibt das Video? Und dann überlegt ihr, ach, es kann sein, dass der nicht keine Zeit hat. Ja, das werdet ihr dann sagen, das ist doch nicht schlimm. Manche sind auch mal richtig faul, einfach Videos hochzuladen. Ja, ich habe ja momentan sehr viel Stress und ich habe gute Nachrichten. Ja, alles sage ich euch nicht. Ja. Wirklich im Januar wird Minecraft, also Craften 4, wird, also auf meine erste Welt, wird nicht kommen. Das wird dann für eine Woche, also für einen Monat nicht da sein. Es könnte sein, dass es auch zwei Monate nicht kommt. Aber ich versuche es. Es könnte sein, dass es jetzt auch jeden Tag kommt. Also. Ich versuche nächsten Monat richtig viele Videos hochzuladen. Das einmal mal zweimal Minecraft Erkundung und zweimal Minecraft Überleben rauskommt. Und einmal Skyblock.
Und Quaffer 4 kommt nicht raus. Ja? Dass ich einfach nur 5 Views mache, das ist besser. In einer Woche. Weil, je weniger ich YouTube-Videos also hochlade, desto mehr Zeit habe ich für andere Projekte. Und ich lasse von keinem sagen, dass ich was ich zu tun und lassen habe. Ja, die müssen sich nochmal alle umgucken. Ja. Und zu meiner Klasse will ich ja nicht viel sagen. Ich war ja nicht die 3 letzten Tage jetzt nicht zur Schule. Aufgrund was, weil ich hatte irgendwas und das, da konnte ich nicht zur Schule gehen. Obwohl es mir gut geht. Aber trotzdem, wenn man solchen Magen-Dingser-Bumser hat, irgendwas mit Magen hat, dann würde man nicht zur Schule gehen. Ja, vorher habe ich ja Felix und der gibt ihm alles. Das. Ja, das mache ich ja auch, weil Felix mal krank ist. Da gebe ich ihm auch mal solche Sachen. Aber ja. Aber zum Beispiel, was Felix mir erzählt hat, ist schon krass. Ey, wenn das, okay, ist jetzt die Nachricht gekommen. Und ja. Verstehe ich gerade den Sinn, was das soll? Ja? Ich versuche schon mein Video so 100% richtig zu gestalten und richtig gut zu machen. Aber naja. Es gibt mal manche Tage. Und da gibt's einfach nicht so. Jetzt verfolgt mich der Eisengolem. Ist aber leider dumm. What the fuck, Alter? Ich bin schon benutzt. Warte mal, hä? Hä? Ich setze mein Spawnpunkt jetzt mal hier. Voll dumm. Okay, doch nicht. Ich hau auch, ich hau ab. Ich hau lieber ab. Aber der steht einfach da und denkt, na warte, ich krieg dich schon. Warte mal. Er nimmt jetzt einen anderen Weg. Ah, wie dumm kann man sein? Na? Er soll mich da verfolgen. Scheiße, er kommt. Oh mein Gott, das war das Dümmste. Er kommt. Heilige Scheiße. Er sagt, er hat mich verfolgt. Gut. Er kennt's nicht. Man will den Eisengolem schlagen, bist aber dann selber dumm. Weil du selber dumm bist. Welche Richtung ging nochmal zu meinem Dorf? Das hätte ich nicht machen sollen. Ah! Gut, dass es hier einen Wald gibt, aber gut, Wald ist doch nicht mal immer so. Weiß ich mich nicht mehr. So, mach ich mal kurz. Und wirklich, das setze ich, dass ich jetzt ein bisschen was mache. Alter, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Gut, er verfolgt mich jetzt nicht mehr, also das ist auch gut, naja. Auch vom nächsten Besuch, das ist... So, ich muss jetzt... Wo war ich überhaupt mein Dorf? Eigentlich im Süden. Also da lang. Also da hier, also es muss eigentlich geradeaus gehen. Warte, ich muss auf die Koordinaten gehen. Ich muss zu den Koordinaten gehen. Warte, warten, alle warten. Acht, ich hab's gerade und wir müssen Fluss geben.
Wir müssen genau da lang gehen. Dann nochmal ein bisschen schräg. Weil so können wir unser Dorf finden. Das wird safe 4 Tage dauern. Jetzt stecke ich hier fest, als ob. So, jetzt geht's hier nach oben, ganz oben. Wir müssen zu über 800. Das heißt, immer nach Süden. Also eigentlich da geradeaus, immer nach die Nase. Aber gut, dass wir auch mal gut sind. Dass wir schnell sind, dass wir auch richtig gut sind. Aber wir müssen aber auch hier lang gehen. Okay, hier sind wir wieder. So, pass auf. Ich hoffe nicht, also ich bin gespannt, ob die mich vermissen. Naja, glaube ich mal aber nicht, weil Dorfbewohner sind auch mal ein bisschen hinterlässig. Ja. So, jetzt geht's mal hier gerade. Jetzt müssen wir mal kurz hier ganz schräg gehen. Wir müssen aber dann rechts gehen. Wenn überhaupt rechts gibt. Zeigen immer nach da, also die. Das ist schon das Ende hier, halt auf. Das frage ich mich jetzt gerade auch. Bin ich hier schon falsch? Aber das ist doch die richtige Richtung, also. Okay, ich glaube, ich weiß. Okay, ich habe. Hier sind wir nicht lang gegangen. Nee. Ich brauche ein paar Blöcke. Dann müssen wir durch Eis abnehmen, oder? Ich sag mir nicht, wir müssen durch den Ozean. Also kommen wir eigentlich nur rüber. Ja. Und bis nach da. Immer hier schräg. Das ist hier auf dem Berg, ich weiß es noch.
So. Oh, heilige Scheiße. Ja, warte mal, warte mal. Ich sehe doch irgendwas, ich sehe doch irgendwas. Was so? War das mein Dorf? Warte mal, ich muss kurz. Warte mal, wir waren doch hier auf dem Berg. Oh, warte mal, das ist ja mein Dorf. Ich hab mein Dorf wieder. Wo war der denn so lange? Das hat ja mindestens 3 Tage gedauert. Wir mussten alle mal unsere Arbeit nehmen. Und der hier, der war einfach nur weg. Ach Mensch, halt einfach euer Mund. Seid doch mal froh, dass ich zurück bin. Wie sehr ich froh. Du hast ja eh ein paar gekillt. Hab ich nicht mal. Ich hab keinen gekillt. Erzähl mir nicht so einen Quatsch, Alter. Halt dein Maul. Was du es? Ja. Mein lieber Freund, nicht so mit mir reden, sonst. Schläger. Der schlägt mich. Halt dein Maul. Lass mich in Ruhe, seid doch mal alle froh, dass ich zurück bin. Alter, also, solche Dorfbohnen habe ich noch nie gesehen. Was, er schlägt ein? Na, warte, den kriege ich noch. Niemals nicht. Dann bitte noch Akku. Ich gucke nicht mehr. Wir müssen wirklich einen guten Plan haben. Ich kann euch immer noch hören, also. Ja. Scheiße, er kann uns hören. Ja gut. Anderen Plan. Ja, okay, das finde ich gut. Das machen wir. Okay, jetzt ich sag es nicht mehr so viel. Weil die Dorfbewohner haben eh irgendwie. Ich glaube, die Dorfbewohner sind behindert. Wie hat er uns gerade genannt? Behindert? Der ist ja behindert. Wir reden gleich über Brüche, aber nicht aus meiner Tick. Okay, ich soll es lieber lassen. Ich weiß. Ja, ich brauche eigentlich noch mal ein bisschen mehr Kohle. So Leute, an dieser Stelle will ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Lasst einen Like. Okay, das ist das Gleiche. Und einen Abo. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Video wirklich gefallen hat. Und damit wir sehen uns zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Und das nächste ist natürlich Blog und Go, Skype. Habt noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Leute!